schön aus. Du, Agneta. Bis später. Was? Komm, ich spiele. Lass mich aus. Lass los. Auslassen. Komm rein. Spielst du? Philipp. Hallo, Maria. Was machst du denn hier? Bring deinen Hintern woanders hin. Ich habe deinem Chef schon x-mal gesagt, dass ich euch hier nicht sehen will. Verzieh dich. Jetzt gleich. Es geht überhaupt. Also so in 2 Stunden. Ja, Philipp, wenn du das abhörst, ich bin's. Kannst du dann noch mal runterkommen? Ich muss noch mal weg. Gut. Danke. Morgen. Keine Papiere, nicht mein Handy. Nur Taschentücher, Lippenstift und Kondome in verschiedenen Farben. Danke. Wie alt schätzen Sie die Frau? Wegen der Kondome? Ja. Nein. Ungefähr 60, würde ich sagen. Sie glauben, dass Frauen in dem Alter keinen Sex mehr haben? Doch, aber ich dachte, Kondome braucht man da nicht mehr. Natürlich nicht zur Verhütung, aber es gibt ja noch andere Gründe. Sie glauben, Professionelle? Sie hat eine Wunde am Hinterkopf. Viel Blut drumherum. Andere Spuren haben wir noch nicht. Irgendwelche Zeugen? Nee. Dann machen Sie noch ein paar Fotos von den Schaulustigen da oben und dann... Was ist? Sehen Sie den jungen Mann da oben? Mit der Sonnenbrille? Ja? Was interessiert denn so? Gehen wir hin?
Fragen wir ihn. Moment, ich möchte nur. Kommen Sie. Können Sie da oben besser? Aurora. Was ist denn das für ein Club? Nachtclub mit Table Dance. Besitzer ist ein Hermann Liebe. Vielleicht ist unsere Tote auf den Strich gegangen. In ihrem Alter? Blicken. Entschuldigung. Pisser. Hau bloß ab. Kripo, ich hab noch Fragen an Sie. Hey, bleiben Sie stehen! Herr Liebe? Ellen Lukas, Kripo Regensburg. Ich würde Sie gern was fragen. Kennen Sie diese Frau hier? Nee. Nie gesehen? Und der junge Mann, der gerade da war? Philipp Schumann. Weiter. Der arbeitet im Orkan. Was wollen Sie eigentlich hier? Diese Frau wurde heute tot an der Donau gefunden und die erste Spur führt zu Ihnen, Herr Liebe. Hat sie für Sie gearbeitet? Fragen Sie mal Ihre Kollegen vom zuständigen Dezernat. Die werden Ihnen sagen, was für eine Art von Frauen hier angestellt sind, ja? Ich halte mich an die Sperrzonenregelung. Sehr gut. Im Gegensatz zu den Schlampen vom Omastrich. Omastrich? Schaffen Sie die weg, es sind illegal. Wir haben sie auf der Brücke gesehen. Wer ist die tote Frau? Was für eine tote Frau? Was wollten Sie da in dem Club? Hab einen alten Freund besucht. Glaube ich Ihnen nicht. Wir nehmen Sie mit aufs Präsidium, wenn Sie das weiter behaupten. Nochmal, wer ist die tote Frau? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Sie lügen. Wer ist die tote Frau an der Donau und was haben Sie und Liebel mit ihr zu tun? Ich werde die Frage so lange wiederholen, bis ich eine vernünftige Antwort von Ihnen bekomme. Wir fahren zum Orkan und Sie kommen mit. Was? Wieso denn? Er lügt. Deshalb, kommen Sie. Ich kann auch allein laufen. Hey. Lassen Sie uns einen Moment allein, Kollege. Ich glaube, Sie haben uns einiges voraus, Herr Schumann. Vielleicht wissen Sie, wer die tote Frau an der Donau ist. Oder können uns erklären, wie Ihre Verbindung zu Herrn Liebel ist. Wir hätten gerne Ihre Hilfe, Herr Schumann. Wie gesagt, die andere Möglichkeit ist, wir nehmen Sie jetzt mit aufs Präsidium und vernehmen Sie dort als Zeugen oder als Verdächtigen. Ich will hier raus. Aus der Geschichte kommen Sie so schnell nicht mehr raus. Arbeiten Sie im Orkan? Ich bin Mitpächter. Und mit wem pachten Sie mit? Nadja Schumann. Verwandt? Schwester, Mutter oder? Dann reden wir mit ihr. Maria. Die Frau von der Donau heißt Maria. Ich kenne sie aus der Kneipe. Sie ist öfters hergekommen. Mehr weiß ich nicht. Ist doch schon mal ein Anfang.
Haben Sie den Ausdruck Oma-Strich schon mal gehört? Bisher zum Glück noch nicht. Wir brauchen Informationen über dieses Lokal und über die Pension, bevor wir hier weiter ermitteln. Ich hol den Wagen, dann fahren wir ins Präsidium. Lukas? Hallo, Martin hier. Bei uns ist ein Mann, der hat seine Frau als vermisst gemeldet. Und seit wann wird sie vermisst? Seit gestern Abend. Ihr Name ist Maria Bolte. Maria, wirklich? Ja. Maria Bolte. Ja, genau. Danke. Ja, was ist denn? Jetzt sag halt. Was hat er gesagt? Max, was machen Sie denn hier? Was ist jetzt los? Schnüffeln Sie hinter mir her, hm? Wieso, haben Sie was ausgefressen? Wollen Sie mir nicht vorstellen? Grüß Gott. Haben Sie einen Wunsch? Nein, danke. Ellen Lukas, Kripo Regensburg. Sind Sie Nadja Schumann? Ja. Philipps Mutter? Anita. Ja, warum? Kennen Sie eine Maria Bolte? Circa 60 Jahre. Mädchenhafter Typ. Sag halt. Ja, vielleicht. Was ist mit dir? Entschuldigen Sie, dürfte ich Ihren Namen wissen? Jetzt passen Sie mal auf, das ist eine alte Freundin von mir und wir sitzen hier privat. Und jetzt stören Sie nicht, bitte, ja? Ich will ja nicht stören, aber ich würde gerne Ihren Namen wissen. Die hört nicht auf. Agneta Wilhelm. Sie kennen Maria Bolte, nicht wahr? Warum? Sie ist tot. Und wir haben den Verdacht, dass sie ermordet wurde. Er wollte nicht im Büro warten. Er meinte, er hält die Atmosphäre da nicht aus. Ich habe ihm gesagt, im Flur ist dieselbe Atmosphäre. Aber es war ihm lieber so. Das ist das erste Mal, dass er seine Frau vermisst meldet? Ja. Sie sind seit 36 Jahren verheiratet. Herr Bolte? Guten Tag, Ellen Lukas. Ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Ja, bin ja hier. Vielleicht sollten wir doch einen Psychologen dazuziehen. Ich bin nicht krank. Bin auch nicht verrückt. Auch wenn Sie die ganze Zeit so schauen, als wäre ich deppert. Ich möchte wissen, was mit meiner Frau ist. Kommen Sie, Herr Bolte. Warum war Ihre Frau gestern Nacht an der Donau? Hat sie Ihnen das gesagt? Das ist nicht meine Frau. Meine Frau schaut nicht so tot aus wie die Frau da. Meine Maria lebt da noch. Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert? Cousin auf Husum, den kann ich anrufen, der hat da ein Radlgeschäft. Das Flach oben. Kommissarin Brandl wird Sie nach Hause fahren. Julia? Kommen Sie. Reden. Vielleicht wissen die ja was über seine Frau. Dass ihr Mann nicht weiß. Kann doch sein. So. Gut, also. Ob Hermann Liebel vom Aurora Club und Maria Bolte sich persönlich kannten, ist noch völlig offen. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Maria Bolte als Freizeitprostituierte auf der Straße gearbeitet.
Und ich habe deswegen vorhin mit dem Kollegen Sandner von der Sitte gesprochen. Und der meinte, dass es immer wieder mal Frauen gibt in einem gewissen Alter, die, wenn sie kein Geld haben und keine andere Möglichkeit sehen, auf den Strich gehen. Er hat mal mit einer Frau zu tun gehabt, die hieß, Moment... Wie alt sind die, diese Frauen? Älter als die normalen halt. Und was meinen Sie mit normal? Ja, normal, jung. Also, die meisten Huren sind doch jung. Und wie alt sind die Älteren? Ja, so wie... In meinem Alter, wollen Sie sagen? Nein, sie sind älter als Sie. Ja, hier ist der Name, Agneta Wilhelm. Agneta Wilhelm? Kennst du sie? Die war heute im Orkan. Also können wir davon ausgehen, dass den Besitzern von Orkan, diesem Philipp Schumann und seiner Mutter, die Oma-Szene bekannt ist. Die was? Die was? Oma Strich. Diesen Ausdruck hat Hermann Liebel heute verwendet. Er meinte, wir sollten die älteren Prostituierten vertreiben, weil die illegal sind. Aber wenn Maria Bolte auf den Strich gegangen ist, dann kann natürlich auch gut sein, dass irgendein Freier der Täter war. Obwohl, was so offensichtlich auf der Hand liegt. Das kann schnell runterfallen, wenn man eine falsche Bewegung macht. Schön gesagt, Leander. Und deshalb werden wir uns bemühen, uns angemessen zu bewegen. Herr Bolte, darf ich Sie was fragen? Als Ihnen heute Nacht klar wurde, dass Ihre Frau nicht mehr nach Hause kommt, was haben Sie gedacht? Ich habe zu ihr gesagt, dass ich... Ich dachte, Ihre Frau war nicht zu Hause. Das hat passieren müssen, habe ich gesagt. Ich rede manchmal mit mir selber. Ist die Maria dann immer erschrocken, wenn ich einfach mal gechoppert habe? Sie haben was? Gechoppert? Sind Sie zu jung? Da gab es einmal einen Zahnarzt, der hat ein Waschbecken gehabt und das hat gesprochen und die Stimme hat Chopper geheißen. Und man viel gelacht, die Maria nicht. Aber Sie sind doch kein Waschbecken, Herr Bolte. Demnach ist Maria Bolte in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 0 und 2 Uhr gestorben. Der Tatort... Moment. Genau, Tatort war die Uferpromenade, da wo wir auch die Leiche gefunden haben. Das bedeutet, der Fundort ist auch der Tatort. Sehr wahrscheinlich. Sie hatte eine schwere Verletzung am Kopf von ihrem Sturz gegen den Pflasterstein. Außerdem ein ungefähr 4 cm großes Hämatom im Gesicht. Also offensichtlich hat ihr jemand mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Sie ist gestürzt, hat das Bewusstsein verloren und ist verblutet. Die Frage ist doch, hat Maria Bolte am Donauufer auf Kundschaft gewartet und ist dort ihrem Täter begegnet? Oder ist der ihr dorthin gefolgt? Gibt es irgendwelche Zeugen? Sie wurde gegen 11:30 am Eisernen Steg gesehen, danach nicht mehr. Mhm. Die Damen scheinen da wohl manchmal zu stehen, manchmal aber auch woanders. Das ist ja sehr genau. Irgendwas von den Kameras? Nichts. Ja, wie nichts? Die hängen doch überall rum. Ja, was soll ich machen? Trotzdem nichts. Ich muss mich doch sehr wundern. Wir haben offensichtlich im Moment einen neuen Strich in der Stadt und niemand weiß davon. Warum nicht? Sind die Frauen zu alt, um sie zu bemerken oder was? Ach komm, Mann, das ist jetzt deine Interpretation, das weißt du auch. Die Kollegen von der Sitte haben einfach keine Beweise dafür. Also gut, dann mal andersrum gefragt. Maria Bolte ist 63 Jahre alt und hat beschlossen, ihre Rente aufzubessern. Was sagt der Ehemann dazu? Wusste der Bescheid? Fand das okay, dass sie auf den Strich geht? Vielleicht hat er sogar daran mitverdient. Oder er hat sie verboten und sie hat es trotzdem gemacht. Gut, dass ihr noch da seid. Bolte hat ein Alibi. Eine Nachbarin hat mit ihm gesprochen gestern Nacht, so gegen Mitternacht. Da war so eine Nachbarschaftsfeier im Garten und er war wohl auch ziemlich betrunken. Irgendwas über seine Frau? Nur, dass sie oft abends allein weggegangen ist. Thank you.
Und Sie haben nie einen Verdacht gehabt? Das glaube ich nicht, Herr Bolte. Das glauben Sie nicht. Nein. Ihre Frau ist abends regelmäßig allein weggegangen. Und Sie haben nie gefragt, wo sie hingeht? Sie war im Orkan. Da war sie ganz gern. Da hat sie nichts verzehren müssen, einen Kaffee. Fertig. Wird immer ein guter Mensch. Die Maria hat sich da wohl gefühlt. Lassen Sie das doch mit der Tränkerei. Wann hat Ihre Frau Ihnen erzählt, dass sie nicht nur die nette Wirtin im Orkan besucht, sondern auch noch woanders hingeht? Das hat er mir gesagt. Wenn man das trinkt, scheint die Sonne im Bauch. So ein Schmarrn. Seit wann wussten Sie, dass Ihre Frau ihren Körper verkauft? Körper verkauft? Letzte Job, den sie hatte, das war... Da hat sie Müll aufgesammelt, so im Park und am Friedhof. 1 Euro die Stunde. Ich war schon lange draußen. Sanitär Rümann. Berühmt, Rümann Badewannen. Wir waren beide draußen. Ich hab das gar nicht mitgekriegt, was da gelaufen ist, ganz lang. Bis einmal am Sonntag, da wollte ich Semmeln holen und da habe ich kein Kleingeld gehabt und dann war da ihre Handtasche. Und dann waren da Kondome drin. Verstehen Sie, Kondome? Ja? Zu was brauchten die Maria Kondome? Aha. Sie hat gesagt, dann können wir uns das neue Badezimmer leisten. Der Vermieter, der macht ja eh nichts mehr. Und sie hat gesagt, ich soll nicht daran denken, was sie da macht draußen auf der Straße. Wir sind doch lange verheiratet. Ja, na gut. Na gut, habe ich gesagt. Ja, dann gut, dann gut, dann gut. Das ist ein Geschäft, Frau Kommissarin. Das ist ein Geschäft. Ich habe einfach akzeptiert, dass die Maria jetzt eine Geschäftsfrau ist. Armer Kerl. Ja. Aber das Geld von seiner Frau hat er trotzdem genommen. Eigentlich wie so ein Zuhälter. Ja, stimmt doch, oder? Oh, ja. Leander hat angerufen. Nadja Schumann, die Pächterin von Mokan, die war früher Prostituierte in München. Und seit wann ist sie in Regensburg? Seit einem Jahr. Sie hat das Orkan von ihrer Schwester übernommen, als die gestorben ist. Bis dahin war es eine ganz normale Kneipe. Und was ist mit Philipp, ihrem Sohn? Der ist hier aufgewachsen, bei der Tante, ganz bieder. Sagen Sie Leander, er soll einen Streifenwagen ins Orkan schicken, um Philipp abzuholen. Wir setzen ihn ein bisschen unter Druck. Ich habe nichts gegen die alten Frauen, die sind rührend. Die sagen jedem Freier ihren echten Namen, ist schon cool. Aber ich kann es nicht ausstehen, wenn mir jemand mein Geld wegnimmt. Und das machen die. Also nur 20 Euro verlangen statt der üblichen 50? Das hat ja ewig gedauert, bis du das verstanden hast. Passen Sie auf, was Sie sagen, Susi. Willst du dich nicht etwas entspannen, Boris? Woher wissen Sie meinen Vornamen? Mei, Boris, ich bin auch aus Regensburg, so wie du. Ich hab dich schon gekannt, als ich noch in der Schule war. Bist halt ein berühmter Polizist. Ach ja? Gesprächszeit ist aus. Auf geht's, Susi. Wo waren Sie eigentlich gestern Abend, Herr Huber? Hier, im Dienst. Die ganze Nacht. Und Ihr Chef? Auch. Gut. Wir werden das überprüfen. Machen Sie das. Schauen Sie sich oben in der Pension um. Vielleicht vermietet sie ihre Zimmer ja auch noch an andere Leute als an normale Touristen. Cool. Ich wollte schon immer einen Hof. Moment. Ja? Ihr Sohn und Sie kannten doch Maria Bolte. Lassen Sie bitte den Philipp aus dem Spiel. Wir wissen, dass Sie in München Prostituierte waren. Ja, und? War ich.
Bin's aber nimmer. Ich könnte mir vorstellen, dass Maria Vertrauen zu Ihnen hatte. Sie war öfter hier, hat Ihr Mann ausgesagt. Sie hat sich hier sehr wohl gefühlt. Sie haben doch sicher mal mit ihr geredet. Sie denken, dass die Maria auf den Strich gegangen ist, oder? Ja, das denken wir. Wollen wir uns da hinsetzen? Unser Wasser? Gern. Tag. Grüß Gott. Vermieten Sie Zimmer an Frauen? Ich betreibe hier keine illegale Prostitution, Frau Lukas. So jemand bin ich nicht. Wer sind Sie dann? Ich bin Wirtin, bescheidene Unternehmerin und die Mutter eines Sohnes. Den Sie bei Ihrer Schwester haben aufwachsen lassen. Warum? Weil ich eine schlechte Mutter war. War Maria Bolte gestern Abend hier? Oder gestern Nacht? Nein. Sie haben keine Ahnung, warum Frauen sich prostituieren. Stimmt's, Frau Lukas? Nein, nicht wirklich. Aber Sie? Vor allem, warum Frauen wie Maria Bolte das machen? Jeder hat einen anderen Grund. Geld ist immer einer, aber... Schöne Hände haben's. Zeit? Oh. Nein. Wann genau war er hier? Kurz vor 12. War Agneta Wilhelm hier? Also nochmal, Frau Lukas. Ich vermiet hier keine Zimmer an Prostituierte, weder an Junge noch an Alte. Und die Jungen schmeiß ich sogar eigenhändig raus. Ansonsten kann hier jeder so lange sitzen, wie er will. Okay? War Frau Wilhelm hier? Nein. Und Maria Bolte? Nein. Ganz sicher nicht? Nein, sie war nicht da. Es tut mir leid, dass die Maria tot ist. Aber wer schuld ist an ihrem Tod, das weiß ich nicht. Und dass sie meinen Sohn mit dem Streifenwagen abholen lassen, das finde ich einfach gemein, Frau Lukas. Das ist gemein. Das Mineralwasser geht aufs Haus. Auf Wiedersehen. Danke. Und? Kleenex, direkt neben dem Bett, aber das weiß natürlich gar nichts. Wenn Sie kein Geld nehmen für die Vermietung, dann können wir ja eh nichts nachweisen. Aber wieso soll sie kein Geld nehmen? Das wäre doch blöd. Ich glaube, sie will den Frauen helfen. Sie gibt ihnen sowas wie Nachtasyl oder Lebensasyl. Aha, muss ich das verstehen? Darf ich Sie mal was fragen? Ja. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, auf den Strich zu gehen? Als Beamtin musste ich das bisher noch nicht. Aber im Ernst, wenn gar nichts mehr geht. Nein, also das könnte ich mir nicht vorstellen. Und Sie? Bevor mein Kind verhungert? Wie, Sie könnten sich das vorstellen, sich zu verkaufen? Auf der Straße? Ich würde mich ja nicht verkaufen, ich würde mich schon behalten. Ich glaube, für mein Kind würde ich alles tun. Hat Maria Bolte für Hermann Liebel gearbeitet? Nein. Was hatte sie dann mit ihm zu tun? Nichts. Was wollten Sie heute Morgen von Hermann Liebel? Der soll aufhören, die Frauen zu schlagen. Liebel schlägt. Hat er auf die Frau geschlagen, die heute Vormittag bei Ihnen in der Kneipe gesessen hat, Agneta Wilhelm? Sie war eine Freundin von Maria Bolte.
Sie haben beide ihr Geld auf dem Strich verdient. Was haben Sie mit diesen Frauen zu tun? Nichts. Aber Maria Bolte kannten Sie. Gut, besser. Wie war sie so? Mochten Sie sie? Haben Sie Frau Bolte gestern Abend getroffen? Wo waren Sie gestern Abend? Im Okan. Ich habe ausgeholfen. Aber erst ab 12. Was ist zwischen Ihnen und Maria Bolte passiert? Nichts. Nichts ist passiert. Sie können gehen. Können Sie sich vorstellen, dass er was hatte mit Maria Bolte? Glaube ich nicht. Aber er mag sie. Das heißt noch lange nicht, dass sie zusammen waren. Ich möchte gerne wissen, wo er hingeht. Bitte folgen Sie ihm. Okay. Steig ein. Hat dir lang gedauert, das Verhör bei der Polizei? Was gibt's Neues? Lass Agneta in Ruhe. Die gestorben ist, ist die für dich gelaufen? Nein! Die Alte ist tot und das ist gut so. Weißt du, ich habe schon genug Probleme mit meinem Geschäft. Und dann noch die alten Weiber, die die Preise versauen. Und was machst du? Du kuschelst mit diesen runzligen Schlampen. Ich mach was? Kuscheln. Und weiter? Wenn die Polizei zu mir kommt und ich habe den Verdacht, dass du denen dummes Zeug über mich erzählt hast, dann treffen wir uns, Philipp. Nur du und ich. Und dann werde ich dich an einem Gestell festbinden. Und dann werde ich dir ganz langsam beide Mittelfinger absägen. Erst den linken und dann den rechten Mittelfinger. Ja. Vielleicht auch umgekehrt. Mal schauen. Lass dich überraschen. Hm? Und jetzt raus. Husch, husch. Der Wagen, in den Philipp gestiegen ist, gehört Hermann Liebel. Liebel ist als seriöser Geschäftsmann bekannt. Er hat sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Seriöser Geschäftsmann? Ein Zuhälter ist das. Und den sollten wir uns auch noch mal ganz genau vornehmen und seinen Helfer, diesen Huber, auch. Alibi überprüfen. Ich mach das.
Nein, nein, das übernimmt Martin. 5-7? Jetzt setzen Sie sich doch bitte, Julia. Das ist diskriminierend. Das ist es nicht. Tschüss. Ich habe was Interessantes herausgefunden. Maria Bolte und Agneta Wilhelm, die waren ja einige Zeit als 1-Euro-Jobber bei der Stadt angestellt und haben in öffentlichen Parks und am Friedhof die Grünflächen sauber gehalten. Ja, offiziell nennt man das Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung. Jedenfalls, die beiden sind überhaupt nicht mehr vermittelbar. Auch ihre Ehemänner nicht, die sind einfach viel zu alt. Beide Ehepaare leben von Hartz IV, auf niedrigstem Niveau. Bolte war mal selbstständiger Vertreter und die Wilhelms, die hatten eine Metzgerei, einen ganz alteingesessenen Laden. Und der ist pleite gegangen. Wie kann so ein Betrieb pleite gehen? Die Leute kaufen ihr Fleisch und ihre Wurst, abgepackt und billiger im Supermarkt, ganz einfach. Jedenfalls, seitdem sitzen die Wilhelms auf einem riesen Schuldenberg. Hast du nicht gesagt, dein Vermieter kennt diese Agneta Wilhelm? Ja. Und, hast du ihn schon befragt? Nein. Autoschlüssel? Max, haben Sie einen Moment Zeit für mich? Sehen doch, ich bin beschäftigt. Ist das einer von den Heiligen von Dom? Das ist der Dr. Schmidtbauer von der Sparkasse. Privatauftrag. Oh, der sieht aber mies aus. Das weiß er doch nicht. Max, woher kennen Sie die Agneta Wilhelm? Es ist immer noch Samstag. Jetzt machen Sie mal eine Pause. Sie gestresste Alkoholikerin. Wissen Sie was über Ihre näheren Lebensumstände? Ja, geht ja. Die kenne ich schon, da waren wir so. Dann sind wir zusammen auf die Schule gekommen. Auf ihre Hochzeit war ich auch. Zusammen mit meiner Frau, Gott hab sie selig. Ja, die Agneta vertraut mir und ich höre ihr zu. Und was hören Sie da so? Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, sie vertraut mir. Ja, ich tät mir eher die Zunge abschneiden. Da können Sie mich vierteilen, bevor ich da irgendwas... Max, das ist eine Mordermittlung und ich würde gerne verhindern, Sie vorzuladen. Sie wollen mir drohen. Sie kannten doch sicher auch die Maria Bolte, oder? Flüchtig. Jetzt stehen Sie doch nicht so kommissarisch rum. Von einer Lage wie der von der Agneta haben Sie doch nicht die geringste Vorstellung. Sie als superfestangestellte Staatsbeamtin. Es reicht, Max. Hat Ihnen die Agneta erzählt, dass die beiden Frauen sich bedroht gefühlt haben? Das kann ich nicht sagen. Ich muss jetzt los. Waren die beiden gestern Abend zusammen, Maria und Agneta? Ja. Und dann? Dann ist die Agneta zu diesem Zuhälter aus Versehen ins Auto gestiegen. Zu dem Liebel? Ja, und Maria? Da weiß ich nichts. Und die Agneta weiß auch nichts. Ich komme nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Ja. Was wollen Sie denn hier? Ich bring dich um! Spinnen Sie jetzt komplett, oder was? Du hast meine Maria verrückt gemacht. Und ich werde dich da saufen wie eine Katze. Wie eine Katze. Wo war Maria, nachdem sie sich von Agneta Wilhelm getrennt hat? Wenn sie mit einem Kunden im Orkan war, dann hätte Nadja Schumann sie sehen müssen. Aber die könnte gute Gründe haben, uns nicht die Wahrheit zu sagen. Wir würden ihren Laden dicht machen, wenn rauskommt, dass sie die Zimmer stundenweise vermietet. 20 Euro pro Freier. Wer nimmt denn davon noch Miete für ein Zimmer? Ja?
Martin hier. Liebel hat ein Alibi. Liebel soll die ganze Nacht in seinem Club gewesen sein. Und Huber auch. Hat einen seiner Mädchen bestätigt und ein Stammgast. Er kann auch jemand beauftragt haben. Guten Tag, Lukas, Kripo Regensburg. Sie erinnern sich? Können wir einen Moment reinkommen? Ich habe noch ein paar Fragen an Sie. Guten Tag, Herr Wilhelm. Grüß Gott. Grüß Gott. Oh, das sieht ja übel aus. Sind Sie gestürzt? Was dann? Ja, mein Mann war das nicht. Sagt Ihnen der Name Hermann Liebel etwas? Herr Wilhelm, ich würde gerne einen Moment mit Ihrer Frau alleine reden. Ist das möglich? Danke. Sie haben mir nicht die Wahrheit gesagt. Sie und Maria kannten sich gut. Sie sind beide auf den Strich gegangen. Na Gott, irgendwo muss er das herkommen, das bisschen Geld, das wir nur brauchen. Wie ist halt das so? Weiß Ihr Mann davon? Nein. Ist Ihnen das unangenehm? Schämen Sie sich dafür? Maria hat sich nicht geschämt. Im Gegenteil. War Maria in Philipp Schumann verliebt? Ist doch lachhaft. So ein junger Kerl und die Maria. Also ja. Ja. Ich hab die Fotos von ihrer Metzgerei in der Küche gesehen. Wäre ein richtig alter Familienbetrieb. Ist weg. Wir sind aussortiert. Und jetzt? Jetzt? Jetzt gehe ich angeln. Und abends gehe ich in die Kneipe. Wie früher. Und was macht Ihre Frau? Wer ist eigentlich Hermann Liebel? Ein Zuhälter. Der Besitzer der Aurora Bar. Maria und Philipp hatten ein Verhältnis. Ja. Wie lange schon? Seit ein paar Monaten. Sie hat schon längst aufhören wollen, aber er hat sie nicht losgelassen. Welche Rolle spielt Hermann Liebel? Geben Sie ihm Geld? Bei dem Hungerlohn, da kann ich doch kein Zuhälter zahlen. Und Philipp? Hat er Geld genommen? Von Maria vielleicht? Der hat sie doch geliebt. Ihr Mann scheint tatsächlich nichts zu wissen. Oder er will nichts wissen. Er hat sich komplett aufgegeben. Ich frage mich, ob der Wilhelm neidisch war auf Maria Bolte. Warum? Weil sie erfolgreicher war als Prostituierte, mehr Geld verdient hat, einen jungen Liebhaber hat. Könnte sein. Eifersucht ist ein starkes Motiv. Aber Eifersucht ist nicht gleich Neid. Interessiert dich das nicht, was die Polizei von mir wollen hat? Möchtest nicht wissen, was mit der Maria passiert ist? Jetzt frag mich doch mal, wo ich abends hingehe und was ich da mache.
Jetzt frag doch mal, wo das Geld herkommt, das du dann versaufst. Jetzt frag doch mal. Warum fragst du nichts? Jetzt möchtest du. Frag doch mal. Da, komm schon her. Schau. Na so, so verdiene ich unser Geld. Schau her. Schau's da an. Weiter. Ich finde, wir sollten uns den Liebel noch mal vorknöpfen. Der schlägt die älteren Frauen, weil sie ihnen das Geschäft kaputt machen. Könnte gut sein, dass er schnell die Geduld verliert, wenn ihm der eine dazwischen funkt. Lukas? Julia hier. Im Aurora-Club ist Hermann Liebel tot aufgefunden worden. Ja. Liebel ist tot. Scheiße. Als wärst du meine Mutter. Philipp, red doch keinen Schmarrn. Begreif's doch endlich. Ich hab mit dem Liebel geredet. Was? Wann? Wann hast du mit ihm geredet? Heute Nachmittag. Ich war bei ihm. Der lässt sich hier nimmer blicken. Was hast denn du da? Das geht dich nichts an. Hilfst du mir noch hier am Tresen? Weißt du, bevor du hergekommen bist, da war das hier eine ganz normale Gastwirtschaft. Und einen Hermann Liebel, den gab's hier nicht. Aber deine Maria, die gab's auch nicht. Was ist mal denn hin? Gleich ist er draußen. Danke. Okay. Ah, hallo. Er ist erstochen worden. Eins der Mädchen hat ihn hier gefunden. Offensichtlich ein ganz normales Küchenmesser. Auf jeden Fall kein Dolch oder so. Und er ist nicht länger als eine Stunde tot. Wer tötet einen Clubbesitzer und Zuhälter? Ein anderer Clubbesitzer und Zuhälter. In welchem Lehrbuch steht das denn? Kann ich Ihnen sagen. Ellen. Wir haben zwei Morde innerhalb von zwei Tagen. Beide aus dem Milieu. Wer oder was ist die Verbindung? Ich weiß es noch nicht, Boris. Hier sind ganz wenige Gäste, die hat Julia schon verhört. Und drinnen wartet einer darauf, vernommen zu werden, ein Paul Wilhelm. Er ist mit Liebel zusammen hier im Hof gesehen worden. Paul Wilhelm? Ja, ein Gast. Das ist der Ehemann von Agneta Wilhelm. Wie kommt denn der hierher? Er hat mich gefragt, wer Liebel ist. Und was haben Sie ihm gesagt? Stadtbekannter Zuhälter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich wollte einfach wissen, wie er reagiert. Kommt dieser Wilhelm als Täter in Frage? Möglich. Möglich ist nicht genug, Ellen. Morgen ist Sonntag und wenn am Montag die Zeitungen erscheinen, habe ich keine Lust, darin als Versager aufzutauchen. Du bist kein Versager, Boris. Was ist mit diesem Huber? Wo ist der? Mit Martin im Präsidium. Er muss wohl eine ziemlich heftige Auseinandersetzung mit seinem Chef gehabt haben. Alte Frauen auf dem Strich und ein toter Zuhälter. Die Presse wird sich die Finger danach lecken.
Tut mir leid wegen Bella. Wir müssen Sie mit aufs Präsidium nehmen. Kommen Sie bitte. Waren Sie bei Hermann Liebel? Ich wollte wissen, wer Liebel ist. Wo haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, hinten. Auf dem Hof. Ist alles weg. Nein, du machst es heute, klar? Heute. Entschuldigung, was wollen Sie hier? Ist er Herr Liebel? Ja, ich bin Herr Liebel. Dann hat er gesagt, ich soll dafür sorgen, dass die Agneta zu Hause bleibt. Und dann hat er mich reingeschickt. In den Club? Ja. Da geht's rein. Was? Ja, nee, es war irgend so ein Typ. Sie hatten vorgestern eine ziemlich heftige Auseinandersetzung mit Ihrem Chef. Worum ging's da? Ist doch normal, dass man sich mal zofft. Entschuldigung, Sie sind handgreiflich geworden und Sie haben ihn mit einem Messer bedroht. Ist das normal? Wer hat denn das gesagt? Außerdem munkelt man, dass Sie einen eigenen Laden aufmachen wollen. Ging es darum, Herr Huber? Wer sagt das? Beantworten Sie bitte meine Fragen. Paul Wilhelm sagt, er sei über den Hintereingang in den Club gekommen. Wissen Sie, was er da wollte? Ja, er saß an der Bar und hat die Susi angegafft. Süß, der Alte. Hatte leider aber keine Kohle. Und wo waren Sie in der Zeit? Ich war drinnen, das habe ich doch gesagt. Da war eine Frau. Die hat sehr schön getanzt. Dann ist die aufgestanden, ist zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich sie anfassen will. Das war einfach so. Dann hat die meine Hand genommen, als hätte die mich sehr gern gehabt. So war Agneta auch. Früher. Haben Sie in einem Container gefunden. Es sind Blutreste dran. Herr Wilhelm. Kennen Sie dieses Messer? Nein. Sicher nicht? Nein. Herr Wilhelm, Sie haben Herrn Liebel als letzter lebend gesehen. Ich habe noch nie jemandem was getan. Kennen Sie das? Wenn wir Ihre Fingerabdrücke daran finden oder die DNA-Spuren übereinstimmen, dann sind Sie dran, Herr Huber. Ich hab den Hermann doch nicht umgebracht. Wir ermitteln hier in zwei Mordfällen, Herr Huber. Und Ihr Chef ist dringend tatverdächtig, Maria Bolte getötet zu haben. Er ist aber tot. Also halten wir uns an Sie. Ich weiß nicht, wer die Alte umgebracht hat, okay? Ist mir auch egal. Was halten Sie eigentlich vom Oma-Strich? Wer es will, bitte. Ich verdiene eh nichts mit denen. Ihr Chef hat das nicht so lässig gesehen. Der wollte die Alten vertreiben. Sie haben ihn gestört bei seinen Geschäften, die Sie ja jetzt übernehmen, oder? Ja, für die Alten ist aber der Typ vom Orkan zuständig.
Philipp Schumann. Der soll Zuhälter sein. Also der Hermann, mein Chef, wollte, dass er eben die Alten zur Vernunft bringt. Und das hat er wohl getan, der Herr Schumann. Sie bleiben hier. Warum? Bringst du ihn in die Zelle? Auf geht's. Bringen Sie das bitte in die KT. Die sollen das so schnell wie möglich untersuchen. Herr Wilhelm, Sie können nach Hause gehen. Vorerst. Hey, Bursche. Was? Hast Lust? Hä? Ja, hast du ein bisschen Lust, hä? Entschuldige? 20 Euro, mei, dann nimm nicht. Lass das ihm bleiben. Wenn Huber wirklich den Laden von Liebl übernehmen will. Was wir ihm nicht beweisen können. Dann könnte es auch sein, dass er Maria Beuter umgebracht hat. Schon möglich. Andererseits, dass Philipp Schumann sich von den alten Frauen bezahlen lässt, ist auch nicht so abwegig. Immerhin gehen sie in seinem Lokal ein und aus. Ich glaube es trotzdem nicht. Morgen früh kriegen wir die Laborergebnisse. Lass uns dann weitermachen. Einverstanden? Ja. Gute Nacht. Morgen. Sie sollten dann auch nach Hause gehen. Und nehmen sich morgen frei, also heute frei. Ich glaube, das ist alles ein bisschen anstrengend für Sie. Waren Sie auch mal schwanger? Gute Nacht. Wieso darf eigentlich niemand wissen, wer der Vater ist? Keine Sorge, er weiß es. Brauchen Sie ein Taxi? Brauchen noch ein bisschen frische Luft, danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Noch auf den Beinen? Oder schon wieder? Immer noch. Ihr Mann war heute auf dem Präsidium. Warum? Der Hermann Liebl ist erstochen worden. In seinem Club. Und als wir dort ankamen, da war Ihr Mann da. Gottes Willen, der werden doch nicht umgebracht haben. Davon gehen wir im Moment nicht aus. Wissen Sie, um den Liebl, der tut's mir nicht leid. Aber die Maria, die fehlt mir. Die hat sie einfach nicht unterkriegen lassen. Das war ihre Idee, dass wir was dazu verdienen. Wo es mit unserem Metzgerladen ganz aus war, da wäre am liebsten in die Donau gegangen. Wir haben einen Berg Schulden gehabt und keine Arbeit haben wir auch nicht mehr gefunden. Aber die Maria, die hat mich wieder aufgebaut. Die hat sogar schon mal einen Orgasmus gehabt dabei. Ja, das hat's mir gesagt. Und wie ist das für Sie? Also jetzt diese Arbeit? Ich find's widerlich. Aber dass die Männer mich wieder anschauen, das gefällt mir. Thank you.
Die Katze lässt das Mausen nicht. Noch auf der Jagd? Was machen Sie hier um diese Zeit? Ich komme aus dem Wirtshaus. Haben Sie was getrunken? Auf Wiedersehen. Halt, halt! Moment! Ich will mit! Also, wenn jetzt jemand sieht, wie sieht er bei mir ins Auto steigen, dann denkt er, Sie sind... Von Oma strich ich weiß. Sie tun nur so, als wären Sie still. Das höre ich ganz genau. Sie haben ein gutes Gehör, Max. Was hören Sie denn so, was ich wissen müsste, um den Mord an Maria Bolte aufzuklären? Sie wissen doch immer alles ganz genau. Max? Was ist? Das Auto steht. Die Agneta. Also, ja, das hat sie schon beschäftigt, dass die Maria so verliebt war. In diesem Alter. Aber die Maria, also, die wollte ja auch Schluss machen, habe ich gehört. Oder hat sogar Schluss gemacht. Aber der Junge, der hing an ihr wie ein Zeck. Aber jetzt hören Sie auf mit dem ewigen Ermitteln. Gehen schlafen. Da oben wartet ein Bett auf Sie. Dafür zahlen Sie auch Miete. Was ist denn mit dem Kopf, hat er den nicht haben wollen? Zu realistisch. Zu mies. Eben. Und dann haben Sie sich aus Ärger betrunken. Sie hört nicht auf. Gute Nacht, Max. Sie kombiniert und kombiniert. Ich lass mich scheiden. Morgen. Morgen. Agneta Wilhelm kommt als Täterin definitiv nicht in Frage. Ich habe sie noch an der Donau getroffen. Sie war Marias Vertraute. Das führt uns nicht weiter. Sie steigt wieder bei ABBA ein. Anni, Fried, Benny, Björn und Agneta, egal. ABBA, klar. Gibt's noch einen Kaffee? Du siehst aus, als hättest du nicht viel geschlafen. Sag doch einfach, dass es mir gut steht. Steht dir. Irgendwas Neues von der KTU? Nee. Das Blut stammt ausschließlich vom Opfer. Aber die Auswertung von Liebels Handy hat ergeben, dass er gestern Abend sowohl noch von Philipp als auch von Nadja Schumann angerufen wurde. Und es hat sich ein Gast aus dem Orkan gemeldet und ausgesagt, dass Nadja Schumann in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 12 und 1 Uhr nicht in der Kneipe war. Er weiß es deshalb so genau, weil er mit ihr verabredet war. So fängt der Tag gut an. Auf, Leander. Thank you.
Warum haben Sie Hermann Liebel gestern angerufen, Frau Schumann? Weil er seine Mädels von ihr fernhalten soll. Nur deshalb? Ja klar, warum denn sonst? Und ein paar Stunden später ist er tot. Was? Der Liebel ist tot? Wussten Sie das nicht? Nein. Wo waren Sie gestern Abend? Ach, Herrgott, wo war ich? Hier war ich. Und Ihr Sohn? Der war auch hier. Warum machen Sie das hier? Sie hatten doch einen lukrativen Job in München. Lukrativ, ja. Ich wollte bei meinem Sohn sein. Wollte der das auch? Haben Sie Kinder? Nein. Warum nicht? Das hat sich nicht ergeben. Dein Mann? Hat sich wohl auch nicht ergeben, hm? Macht es Ihnen nichts aus, dass Ihr Sohn ältere Frauen liebt? Doch, das macht mir was aus. Er ist nicht da. Wo ist Philipp? Ja, glauben Sie, der meldet sich bei mir ab? Wo ist er? Am Sonntag ist er oft auf dem Friedhof, im Grab meiner Schwester. Seiner Ziehmutter. Herr Blum wird Sie aufs Präsidium bringen. Wir haben noch einige Fragen an Sie. Wieso das denn? Das eingravieren lassen? Am Ende muss Glück sein? Das war so ein Spruch von ihr. Ich würde mich gerne noch mal mit Ihnen unterhalten. Maria Bolte wollte sich von Ihnen trennen. Aber Sie waren dagegen. Wer sagt denn, dass Maria sich trennen wollte? Mein Wagen steht vorne am Ausgang. Kommen Sie. Haben Sie an einem Sonntag eigentlich nichts Besseres zu tun? Bitte nehmen Sie seine Fingerabdrücke. Frau Schumann. Sie wurden erkennungsdienstlich erfasst, Frau Schumann, weil wir davon ausgehen, dass Sie in zwei Mordfälle verstrickt sind. Sie haben als Letzte mit Hermann Liebel telefoniert und Sie haben uns belogen, was Ihr Alibi von Freitagnacht angeht. Die Nacht, in der Maria Bolte ermordet wurde. Sie waren zwischen 12 und 2 nicht im Orkan. Das hat ein Gast ausgesagt. Wo waren Sie denn da? Haben Sie jemanden getroffen? Jemanden, von dem wir nichts wissen sollen? Einen Kunden vielleicht? Oder sind Sie Maria Bolte gefolgt? Wieso sollte ich Maria Bolte gefolgt sein? Um mit ihr zu reden? Um ihr zu sagen, dass sie die Finger von ihrem Sohn lassen soll? Ja, da haben Sie recht. Das hätte ich schon mal tun sollen. Wenn Ihr Alibi nicht mehr stimmt, Frau Schumann, dann stimmt das Ihres Sohnes auch nicht. Also, da würde ich jetzt schon gerne mal mit einem Anwalt reden. Gern. Kommen Sie bitte mit. Ellen, was hast du vor? Ihre Beziehung zu Philipp ist es.
Da muss ich ran. Warum ist Nadja hier? Eins nach dem anderen. Setzen Sie sich. Wir haben Ihre Fingerabdrücke auf Maria Boltes Gürtel und Handtasche gefunden. Maria wollte sie verlassen. Ist das richtig, Herr Schumann? Gab es darüber Streit? Nein. Wir hatten keinen Streit. Wir hatten nie Streit. Aber Ihre Liebe hatte keine Zukunft. Maria zumindest hat nicht mehr daran geglaubt. Das sagen Sie doch nur, weil sie älter war. Ist es etwa verboten, eine ältere Frau zu lieben? Nein, das ist es nicht. Aber Ihre Mutter hat diese Beziehung nicht gefallen. Was weiß die denn von Beziehungen? Die soll sich da raushalten. Sie haben ausgesagt, dass Maria Sie gegen Mitternacht verlassen hat. Wo ist sie hingegangen? Nach Hause. Sie musste immer nach Hause. Dort ist sie aber nicht angekommen. Ein Gast aus dem Orkan hat Ihre Mutter gegen 12 Uhr weggehen sehen. Wissen Sie, wo sie hingegangen ist? Woher soll ich das denn wissen? Kann es sein, dass sie Maria gefolgt ist? Wieso sollte sie das tun? Kommen Sie bitte, Frau Schumann. Herr Schumann, wo waren Sie gestern am frühen Abend? Wieso? Sie haben gegen 17 Uhr mit Hermann Liebel telefoniert. Wo waren Sie danach? Im Orkan. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie haben Liebel getroffen. Was wollten Sie von ihm? Ich wollte mit ihm reden. Worüber? Das Arschloch wollte mich anheuern. Ich sollte die Frauen wegschaffen. Nadja. Wollte was gegen ihn machen, aber... Aber? Was kann man denn von so einer erwarten? Was ist da passiert? Hatten Sie das Messer dabei? Oder haben Sie es dort aus der Schublade gezogen? Ich war bei dem Liebe. Warum? Der Philipp ist mein Sohn. Ich habe ihn zwar lang vernachlässigt, aber er ist ja trotzdem mein Sohn, oder? Wir sind zwar noch nicht lange Mutter und Sohn, also erst seit einem Jahr ungefähr, seit meine Schwester tot ist, aber ich wollte den Philipp da raushalten. Ich habe dem Liebe gesagt, er soll uns einfach in Ruhe lassen. Und was ist dann passiert? Dann haben wir uns gestritten, der Liebel und ich. Und weiter? Dann ist der Streit eskaliert. Und was ist dann passiert? Dann habe ich den Liebel erstochen. Also da war ein Messer und ich habe den Liebel erstochen, ja. Und wo hatten Sie das Messer her? Das lag an der Bar. Und Sie haben Hermann Liebel an der Bar erstochen? Ja, an der Bar. Die Situation hat sich geändert. Ihre Mutter hat den Mord an Hermann Liebel gestanden. Ich möchte Ihnen kurz die Gelegenheit geben, sich zu verabschieden. Was? Was hast du? Du kannst nichts wieder gut machen, Nadja. Ich habe Hermann Liebel erstochen. Nimm ihn mit. Du wolltest mich einfach nicht. Ja, das stimmt. Ich wollte dich nicht. Aber Philipp, das ist so lange her.
Frau Schumann, wo waren Sie Freitagnacht zwischen 12 und 2 Uhr? Was? Die Nacht, in der Maria Bolte ermordet wurde. Wo ich da war? Bei einem Mann. Also bei einem Kunden halt. Gleich? Nein, es geht nicht. Also gut. In 2 Stunden kann ich bei dir sein. Wie heißt der? Dr. Hartmut Schmidbauer. Aber lass uns den da raus. Wir werden das überprüfen. Das heißt, Sie haben Maria Bolte die ganze Nacht nicht mehr gesehen. Nein, Frau Lukas. Ich habe sie gesehen, wie sie mit dem Philipp raufgegangen ist. Und ich habe ihren Mann gesehen. Der hat auf sie gewartet, wie immer. Schleicht da rum und denkt, ich merke es nicht. War er auch Freitagnacht da? Sind Sie ganz sicher? Ja, klar, war er da. Herr Bolte? Aufmachen, Polizei! Der muss da sein. Das ist nicht legal. Herr Bolte? Herr Bolte? Herr Bolte? Hören Sie uns? Nein. Das ist Rühmann-Badewanne. Der ehemalige Mitarbeiter Gringer. Heute noch 30%. Maria hat gern gebadet. Ihre Frau hat sich verändert. Das haben Sie nicht ertragen. Ich habe doch das alles akzeptiert, dass sie da nachts durch die Straßen schleicht wie Ewig. Aber doch nicht, dass sie plötzlich daherkommt und sagt, ich habe mich verliebt! Versprochen. Nicht schon wieder. Was ist dann passiert, Herr Bolte? Ich hab gewartet. Maria!
Du hast dir versprochen, dass das vorbei ist. Du warst wieder in der Wohnung bei ihm. Ferdi. Ich hab doch nicht gedacht, dass ich sowas noch mal fühle. Sauber waschen. Du bist ja bloß noch Abfall. Na ja. Warum ist er denn nicht wieder aufgestanden? Warum? Kühlt einfach nicht ab. Ist immer noch heiß. Dann müssen Sie zum Arzt. Ein bisschen mehr Druck auf der Dusche wird mir schon reichen. Du musst doch endlich einmal Schluss sein mit dieser Hitze. Ein paar Tage soll es noch dauern. Die Hitze bei den Frauen, meine ich. Da bist du als Mann verloren. Max. Eine Frau war das Opfer. Opfer ihrer Triebe. Und das in diesem Alter. Das könnte Ihnen nicht passieren, ne? Wenn dann umgekehrt.